Vanilla Eis. Madame, Vanilla Eis ist eine schlechte Kombination, lieber Gott. Eins ist klar, wer sich frei durch die Welt bewegen will, sei es im Job oder auch privat, der muss Englisch lernen. Aber muss man auch Deutsch lernen? Viele Inder beantworten diese Frage offenbar mit Ja. Wir sind hier im Goethe-Institut von Bangalore. Hier werden Deutschklassen abgehalten und heute ist Anmeldetag für die neuen Kurse. Gestern war auch schon Anmeldung. Da standen hier 250 Leute aus dem Gebäude raus, Schlange bis um die Ecke. Und heute sind es nicht viel weniger. Um 9.30 Uhr hat die Anmeldung begonnen. Um 7 Uhr waren schon Leute da und die waren noch nicht mal die Ersten. Was ist Ihre Freizeitaktivität? Für die Freizeit. Ich treibe viel Sport und ich sehe gern Fern. Die meisten wollen entweder in Deutschland studieren oder dort arbeiten. Es gibt auch Ehegatten, also Ehefrauen oder Ehemänner, die nach Deutschland gehen und die brauchen auch ein Zertifikat dafür. Hier finden jeden Tag Deutschkurse statt. Für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Schüler und auch für Deutschlehrer. Es gibt Vormittags- und Nachmittagskurse, auch am Sonnabend und am Sonntag. 23 Deutschlehrer unterrichten hier, die meisten davon sind Inder. Ist es schwer für indische Kinder, Deutsch zu lernen? Ich glaube es nicht. Wenn ich die zu meinen Erwachsenen vergleiche, ich finde sie ganz schnell und gut. Das ist ein Spaßkurs. Die lernen Deutsch, weil die Schulferien haben gerade. Und wahrscheinlich werden die zum Deutschkurs geschickt, weil sie sonst nichts zu tun haben zu Hause. Also interessanterweise sind Hindi und Deutsch beide indogermanische Sprachen. Also wer Hindi sprechen kann in Indien, der hat schon mal ein gutes Gefühl für die Grammatik. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es vielen doch trotzdem noch schwerfällt, weil Deutsch einfach eine sehr komplizierte Sprache ist. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Also die meisten Inder sprechen 5, 6 Sprachen. Das ist wirklich keine Ausnahme hier. Ich habe das Gefühl, dass das Sprachenerlernen in Indien sowieso einfacher ist für so multilinguale Menschen. Ein 3,5 Monate dauernder Kurs ist nicht gerade billig. Er kostet inklusive Büchern, Bibliotheksnutzung und Prüfungsgebühr 16.000 Rupien. Das sind ungefähr 270 Euro. Aber die Studenten geben dieses Geld gern aus. Mein Eindruck ist, die Inder tun wirklich viel, um in ihrem Job voranzukommen oder auch um sich persönlich weiterzubilden. Oder Wodka.